Moterpel ist ein Pokémon mit den Typen Käfer und Flug, existiert seit der vierten Spielgeneration und entwickelt sich aus einem männlichen Burmi. Moterpel ist ein knapp 1 Meter großes, mottenähnliches Pokémon. Es hat eine schwarze Haut, der Kopf ist rund und unscheinbar, jedoch fallen die langen weißen Augenbrauen, die am Ende orange sind, ins Auge, denn sie stehen geradewegs nach oben ab. Der Körper hat mittig einen orangenen Ring mit oben zwei kurzen weißen Armstummeln und unten zwei kurzen weißen Beinansätzen. Die vier großen, länglichen und leuchtend gelben Flügel sind sein auffälligstes optisches Merkmal. Sie sind orangenfarben gefleckt und am Ende mit je drei orangefarbenen Fransen versehen. Und bei seiner Shiny-Form sind die Zierflecken blau und die gelben Stellen heller gefärbt. Dabei kann es hauptsächlich spezielle Attacken erlernen, mit einer Mischung aus Käfer-, Flug- und Psycho-Attacken, wovon die stärksten Silberhauch, Luftschnitt, Psychokinese und Käfergebrumm sind. Seine Fähigkeit ist das Hexaplager und sorgt dafür, dass es bei noch geringen KP stärkere Käferattacken hat, die nochmal stärker als in der normalen Form sind. Und seine versteckte Fähigkeit ist die Aufwertung und steigert ebenso nicht sehr effektive Attacken. Also wenn es normalerweise mit seinem Typen im Nachteil wäre bei der Attacke, würde es trotzdem durch diese Fähigkeit starken Schaden machen. Moterpel ist ein räuberisches Pokémon, das Honig liebt. Diese große Liebe verleitet das Motten-Pokémon immer wieder dazu, den von Wadribi gesammelten Honig zu stehlen, während Moterpel niemals selbst welchen sammelt. Das Opfer kann dagegen nur wenig machen, denn Moterpel kommt immer nachts, sobald Wadribi schläft. Entsprechend baut Moterpel keine Nester, sondern lebt in ständiger Bewegung, wenn es über Felder und Wiesen gleitet. Dabei stellt Moterpel den letzten Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe dar und ist neben Burmadame eine mögliche Entwicklungsstufe von Burmi. Welche Form Burmi annimmt, ist dabei vom Geschlecht abhängig. Moterpel selbst stellt aber die Entwicklung eines männlichen hängenden Kokons dar und Burmadame eben die weibliche. Sonst ist die Veränderung von Burmi zu Moterpel enorm. Abgesehen von der Körperfarbe ändert sich alles. Wie bei echten Faltern symbolisiert die Entwicklung zu Moterpel die Verpuppung einer Insektenlarve. Und mit seiner Typenkombination aus Käfer und Flug ist es immun gegen Bodenattacken, nimmt halben Schaden gegen Kampf- und Pflanzenattacken, halben Schaden gegen Käferattacken, doppelten Schaden gegen Flug-, Feuer-, Elektro- und Eisattacken, vierfachen Schaden gegen Gesteinsattacken und der Rest macht normalen Schaden.